Hallo, ist das Senior Didi? Und heute gehen wir mal wieder ganz zurück, fast am Anfang, zur C-Dur-Tonleiter. Das heißt also, wir haben C-Dur-Tonleiter hat sieben Töne. 1, C, D, E, F, G, A, H sind sieben Töne und dann der nächste C wären dann acht. Ja? Aus dieser Tonleiter, wenn man jetzt jeden zweiten Ton davon nimmt, den zweiten, und hierhin schiebt. Wieder den zweiten, also immer eine Terz, sagt man auch, ja. Wieder dahin schiebt. Und nochmal. Dann ergibt sich ein Akkord. Der Ton, der Ton, der Ton und der Ton. Also 1, 2, 3, 4 Töne. Ergeben den C Major 7 Akkord. Ja. Und so machen wir es mit dem D auch. D mal 7 ergibt sich aus dem D jeden zweiten Ton. Die 7. Aus dem E dasselbe, ja? Und so haben wir 7 Akkorde, beziehungsweise mit dem C Major 7 am Ende wieder, haben wir 8. Die haben wir ja schon mal geübt. Das heißt also, C Major 7, D mal 7, E mal 7, F Major 7, G-Dur 7, A-Moll 7, B-Moll 7, 5 minus oder B-Moll, B-halb vermindert, sagt man auch, oder C-Major 7 wieder, ne? Und also 8 Akkorde. Den ersten, den wir gemacht haben, ist auch der letzte. Und das ergibt dann eine Kadenz wieder mit 8 Akkorden. Ja? Hier sehen wir nochmal die C-Dur-Tonleiter. C, D, E, F, G, A, H, C. Und wenn wir jetzt einen Akkord machen, heißt das der C-Ton, der E-Ton da drauf gesetzt, der G-Ton da drauf gesetzt und der H-Ton drauf gesetzt, ergibt vier Töne, also ein Viertöner oder ein Vierklang. Und alle Akkorde machen wir genauso. Eins wird immer, immer eine Terz hochgehen, ne? Vier Stück. Dann mal vier übereinander. Dann ergibt sich eine Kadenz, die wir jetzt gerade gesehen haben. Und die üben wir. Die haben wir ja schon mal geübt. Diese acht Akkorde. Und wenn man die nacheinander spielt, ist das eine Kadenz. So, und wo wir jetzt hingehen. Wir machen eine Improvisationsübung im Tonleitertyp 4, der C-Dur. Ja? Der C-Dur-Tonleitertyp 4, den haben wir schon geübt. Das ist nochmal die C-Dur-Tonleiter. Daraus ergibt sich dann, wenn man die übereinander setzt, habe ich gerade schon mal gesagt, mit Terzen, die Akkorde. Und diese Akkorde, die spielt man als allererstes jetzt mal. Akkordbegleitung mit Vierklang. Die haben wir ja schon mal geübt. Und die spielt man jetzt schön gleichmäßig im Viervierteltakt. C-Dur, beziehungsweise C-Major 7. D-Moll 7. E-Moll 7. F-Major 7. G-Dur 7. A-Moll 7. B halb vermindert und C Major 7 wieder. Da spielt man sich auf dem Tonband, entweder eine halbe Stunde nach und mal wieder weiter, immer in 1 durch als Kadenz. Oder aber man nimmt es auf einen Loop auf eine Loopstation. Dann braucht man das nur einmal spielen, stoppen und dann wiederholt sich das immer wieder als Schleife. Ja? Ein Loop ist ja eine Schleife. Ja? Also diese 8 Akkorde erstmal als Hintergrund machen, auf dem Tonband spielen oder was weiß ich. Oder aber man hat jemand, der Rhythmus spielt und man macht dann da seine Solis dazu. So, das heißt also, das ist jetzt erstmal der Hintergrund, den man spielt. Wenn man mit zwei Mann ist, kann einer das hier spielen, die Akkorde oder die Kadenz. Immer und immer wieder, ne? Und der andere spielt dann die Tonleiter. Das ist der Tonleitertyp 4 in C-Dur. In der Senkrechten. Das heißt also Grundton, Grundton, Grundton C. Hoch und runter spielen.
Das haben wir ja schon alles geübt, ganz trocken, aber mit trockener Übung. Da haben wir fünf Typen von gespielt, ja? Und wir fangen jetzt an mit dem Typ 4, C-Dur, Tonleitertyp, und zwar in der Senkrechten. Und wenn wir die geübt haben, dann gehen wir einen Schritt weiter und machen auch die Langform dazu. Ja, so sieht dann die Langform aus. Bis hier oben hoch zum C. Von diesem C nach dem C hoch. Wieder gut zurück. Die Fingersätze einhalten. 1, 2, 4, 1, 2, 4. Lagenwechsel machen. Immer wieder so, wie das da steht. Ne? Nicht anders. Und sich das so eintrainieren. Das ist die Langform-Tonleiter in C-Dur. Und das hier oben ist die Senkrechte. Ne? Der vierte Typ. Da haben wir fünf Typen von geübt. Und wir spielen jetzt diesen Typ. Da werden wir jetzt drauf improvisieren. Das heißt aber, wir müssen als erstes, bevor wir jetzt anfangen zu improvisieren oder improvisieren können, müssen wir die Akkorde jetzt spielen. Und wie gesagt, entweder hat man jemand, der mit einem zusammenspielt, oder man nimmt sich diese Akkorde jetzt erstmal auf dem Tonband auf. Ja, und das zeige ich euch als erstes jetzt mal, wie die Akkorde gespielt werden. Die haben wir ja schon mal geübt, ne, in vorigen Sendungen. Schon lange her, aber jetzt machen wir Musik. Improvisationsübungen. Zeige ich euch das mal auf der Gitarre. So, das heißt also im Grunde, wenn wir die Tonleitern, also wenn wir das jetzt improvisieren wollen, hallo, ist das Herr Jodidi? Dann müssen wir erstmal die acht Akkorde spielen. Das ist C-Dur, Akkord. Dreiklang, ne? Und wir machen jetzt C Major 7, das heißt also, wir machen den Vierklang. Damit fangen wir an. Und jetzt kann man jetzt entweder zupfen, wenn man zwei Mann ist, einer spielt Rhythmus hier und einer macht den Solis dann. Folgendes: entweder vier, zupfen. Man macht das als vier Viertel so. E-Moll-7, F-Major-7, G-Dur-7, A-Moll-7. Halb verminderten H und C Major 7. So, das nimmt man auf dem Tonband auf und lässt das eine halbe Stunde, also muss man eine halbe Stunde spielen. Oder man hat jemanden, der das spielt und macht Solis, spielt dann Solo dazu. Oder aber man nimmt diese Kadenz einmal auf eine Loopstation. Einmal spielen und dann kann man das immer wieder laufen lassen. Das habe ich gemacht jetzt. Ich lasse jetzt mal einmal den Loop laufen und mache dann Improvisationsübungen. Moment mal. So, ich habe jetzt einen Kanal belegt mit der Loopstation und habe da die Kadenz einmal drauf gespielt. Dann drücke ich jetzt einmal auf den Knopf hier. Abgespielt. Unendlich. So, danach kann ich jetzt meine Solis üben. Mal ein bisschen lauter noch. So. Kadenzen.
meine Solis, meine Tonleitern. Das heißt also 10. Jetzt nicht ganz viele Töne auf einmal spielen, sondern man versucht erstmal die Tonleiter zu spielen in der Senkrechten. So wie das da steht, ne? An den Finger halten. Da hat man einen gespielt und in diesen ganzen Akkorden ist die ganze C-Dur-Tonleiter drin. Jeder Ton von der C-Dur-Tonleiter ist in allen Akkorden da drin. Deswegen kann man das jetzt spielen, wie man will. Das nennt man improvisieren. Das heißt also, man hackt jetzt nicht immer nur die hoch und runter. Das übt man erstmal zwar nur hoch und runter. Thank you.
wie gesagt, man übt jetzt nicht erstmal alles so durcheinander, sondern einmal den Typen da senkrecht runter und einmal die Langform. Will ich noch als Abschluss sagen, ganz früher hat mir mal ein guter Musiker, ein richtig guter Profi hat mir mal gesagt, wenn du Musik machst, die Pausen, die machen die Musik, wie hier, die Pausen dazwischen, die machen die Musik, das ist wirklich so, ja, dann entstehen Melodien, man kann erstmal die Tonart unterspielen. Macht, da gehören da Pausen rein. Man spielt dann so was dazu oder man holt sie in der Loop und spielt das ewig wieder ab, ja? Und darauf kann man improvisieren. Das, was ich euch jetzt gezeigt habe, nennt man improvisieren. Recht langsam üben, auch gucken, dass man genau übt, nach der Gehörbildung schön langsam üben.